die Möglichkeit gegeben, nun das eventuell letzte Finalspiel zu sehen. SKT führte bereits mit 2:0. OMG muss schauen, dass sie da irgendwie noch zurückkommen. Sie haben eine interessante Kombination gewählt. Und gerade Faker hat sich dazu entschieden, ganz einfach Xi Yangs Main Champion ihm regelrecht wegzunehmen. Mal sehen, ob er sich quasi damit abfinden kann. Denn wenn man einen Champion maint, weiß man ja auch, was seine Schwächen sind. Ja, durchaus. Er wird natürlich wissen, wo es nicht so gut passt. Und wir sehen erstmal einen kleinen Bait hier gegenüber Piglet, der das Ganze covert. Im Moment ganzes Team von SKT am Covern, während hier eine ziemlich komische Invade-Route geht. Die gehen über den ganz untere klassisch Lane. Zu fünft unten warten, wie im Normal Game auf Level 17. Nee, ich denke, dass sie jetzt noch den Bogen schlagen werden und eventuell die Vayne da abholen. Oh, Piglet. Oh, tumble doch sofort weg. Perfekt, aber da war die Hechtrolle. Das wäre nicht schlecht gewesen, wenn jetzt hier, immer noch Piglet da drin gestanden wäre. Die Hook direkt das First Blood abgeholt. Und da kommt ein Invade von Shyvana auf den Red Buff. Allerdings noch recht früh. Das heißt, der OMG könnte noch hier zurückporten. Tun sie aber nicht. Im Moment warten sie hier noch ab. Piglet auf jeden Fall immer noch. Ist noch in der Nähe. Und es wird auch gepinkt, dass jemand da im Busch sein könnte. Also merkt auch schon wieder die Win-Verteilung. 83% denken das. Ja, ganz kurz versuchen, ein bisschen zu scouten. Ich bin das nicht sicher, ob man mit dieser Fähigkeit da so gut aufgehört. Ich glaube, man hat eher auf das Geräusch gehofft. Will doch nicht da zu nah rantreten und man bleibt unten. Also SKT dann eventuell in der Lage, sich um den Red Buff von OMG zu kümmern. Ja, also zu zweit. Ja, das werden sie auf jeden Fall tun, aber OMG auch eine gute Invade-Route. Also ich denke, dass SKT sich hier nicht unbedingt bewusst ist, dass der Red Invade jetzt kam. Und es wäre jetzt auch interessant, wenn wir jetzt mal ein 4-1-0 sehen würden, aber auf der Botlane, sprich von OMG, dass sie hier eventuell direkt die Vayne, die ja im Moment jetzt auch schwach ist, und auch die Zyra einfach mal diven, weil gerade das ist ja die Schwäche von Zyra. Die haben jetzt auch wieder die SKT-Skins am Start übrigens. Ja, da versucht man wieder da so ein kleines Teamgefühl aufzubauen. Muss ja dazu sagen, dass wir jetzt wieder ein Spiel erleben, was relativ normal ist. Also GoGoing ist zwar mitgelaufen, hat da ein Stück weit geholfen, aber jetzt normales Setup an sich. Und jetzt hat die Frage auch, wie man die Vayne durchbekommt. Sie hat in der Lane ein bisschen Probleme, es kommt immer darauf an, wie halt der Supporter reagiert. Und Ellen gibt natürlich sein Bestes. Beide gleichzeitig Level 2 geworden. Play jetzt auf Boomen, du draußen. Die Frage ist, wie lange lohnt sich da der Fokus? Ellen jetzt mittlerweile separiert. Natürlich die Frage, dass er quasi nicht allzu viel Schaden da weiternehmen kann. Hat ja die Kekse am Start. Von hinten kommt jetzt hier auch noch Pomelo dazu. Also hier könnte man den Gank durchführen. Er versucht jetzt hier außenrum zu rotieren. Der Ward auch hier ausgelaufen. Also hier Level 2 Gank. Sehr, sehr früh. Das könnte Probleme für SKT bedeuten. Jetzt sind wir schon, dass die Pflanzen hier am Start sind. Das ist natürlich die Frage. Oh, Flayflash ging leider daneben. Teleport ist ebenfalls noch am Start. Das Ganze könnte jetzt re-engaged werden. Ellen verliert super viel Leben. Ist halt der Fokus direkt auf ihn. Kriegt auch da nochmal die Tötung. Und das super bitter. Piglet, derjenige mit einer Vayne, der das First Blood erhält. Super unangenehm. Es war zu einer frühen Zeit, es war also nicht die 400 Gold wert, aber trotzdem wunderbar gemacht von SKT1. Ja, durchaus. Also wir haben eigentlich eine sehr gute Aktion von OMG. Sie haben ja eigentlich einen sehr guten Gank gemacht. Allerdings hat es nicht ganz geklappt. Die Hook auf Zyra war dann nochmal vielversprechend. Kurz habe ich gedacht, dass sie jetzt vielleicht Zyra erstmal mitnehmen. Aber dann der Teleport hat es dann gerissen und im Endeffekt mit dem 1-0 hier rausgegangen. Sehr unangenehm für OMG jetzt in dieser Phase. Zumal auch GoGoing noch nicht mal vom Farm her gleichzieht. Er hat noch eine Wave vor sich. Das heißt, er gibt sich da Mühe, aber für Impact selber auch kein Verlust. Er hat sich geportet, er hat beim Kill assistiert, da ein bisschen Gold abgefarmt und ist immer noch gleich mit GoGoing. Und das darf natürlich nicht sein. Also gerade, weil auch Shyvana in der Lage ist, später mehr Schaden an einem Ziel anzurichten und auch den besseren Engage hat. GoGoing will natürlich den Mundo so spielen, dass er möglichst lange in einem Fight drin ist, um auch seine Burning Agony da auszunutzen. Die Beile zwar effizient in jeder Spielsituation, weil es halt prozentualen Schaden anrichtet, aber muss man trotzdem quasi schauen, dass man effektiv bleibt. Ja, wir sehen jetzt eigentlich erstmal ein ziemlich beruhigtes Spiel. Im Moment die Elise jetzt am Halten in der Mitte auf der Botlane. Natürlich erstmal jetzt ein bisschen passiver, man darf auf keinen Fall hier die Vayne erstmal feeden, weil sie hat zum Glück den Kill. Oh, sie hat den Kill bekommen. Ja, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, dass hier wirklich Shyvana den Kill mitgenommen hat. Obwohl sie ja natürlich da ganz weit vorne stand, konnte da Vayne mit ihrer Low Range doch da was mitnehmen. Sehen wir schon, dass man nochmal versucht, weiter alles abzugrasen. Die Pflanzen natürlich auch 5 Gold wert.
Das ist halt der negative Punkt, wenn man Syrah selber spielt, dass man eventuell das Konto des Gegners auffüllt. Natürlich aber mit dem Harass-Punkt dann. Das war sehr sneaky. Gut gemacht hier von Bengi. Wird also unerwartet Go-Going da erreichen. Und er hat sein Flash noch zur Verfügung. Natürlich die Frage, wie gut er es einsetzen kann. Vielleicht, aber er kommt nicht weit. Und damit natürlich auch der Kill für Bengi garantiert. Hat da wirklich durch ein wunderbares Movement einfach dem Ward mehr oder weniger gedodged. Und Go-Going wusste von gar nichts. Ja, das war ein unglaublich guter Trick. Also das kann man sich hier wirklich mal abschauen. Er hat praktisch gewusst, okay, wenn der Ward da in dem Busch steht, wo ja auch ein Top-Laner relativ häufig wardet. Man wardet auch manchmal ein bisschen weiter rein in den River, aber der Busch wird auch ziemlich oft gewardet. Und wenn er da tatsächlich steht, und was ja auch der Fall war, konnte er den überbrücken. Und man hat tatsächlich nur ein ganz kleines Symbol gesehen von der W vom Lee Sin. Und das ist natürlich dann nicht ausschlaggebend, gerade wenn man ihn nicht auf der Map sieht. Das ist so die größte Problematik. Ja. Einige Fähigkeiten sind auch im Dunkeln erkennbar, aber hier nicht möglich. Wieder mit dem Pinkwart den Gank vorbereitet. Ellen wird ja nochmal die Wand gelacht. Schöner Stun hier auf jeden Fall auf ihn. Pinklitz schluckt zwar einigen Schaden, aber es reicht auf jeden Fall aus, um Ellen hier zu verlangsamen. Er versucht mit dem Flay zu arbeiten. Auch das Ziel nochmal draußen kann auch hier Bengi in den Tower ziehen, aber Pumendu derjenige, der den Shot abbekommt. Auch Stun hier wieder kurz festgehalten. Also wieder Bengi macht das wunderbar. Ist an zwei Kills hier beteiligt. Alles schon mal sauber gespielt. Er bleibt auch noch. Das ist für Sun eventuell ein Problem. Will hier sein Trinket platzieren, kriegt aber direkt das Q ins Gesicht. Auch mit dem Flash Slow. Das ist natürlich sehr riskant. Forciert aber ebenfalls das Flash vom Sun. Hat sich also im Prinzip gelohnt, weil Bengi davon nicht so abhängig ist. Ja, durchaus. Wir haben natürlich den Connect gehabt von der Elise, die in die Botlane mit einschalten hätte können. Das heißt, gut für Lee Sin, dass sie sich da nicht weiter reinbaiten lassen haben. Aber es war auf jeden Fall nochmal ein sauberer Gank, vor allem da Sun einfach erwartet hat, dass er schon weggegangen ist. Aber er hat einfach nur mal kurz im Busch gewartet und dadurch das Ganze eine schöne Überraschungssituation hier kreieren können. Mittlerweile kommt ja auch Vayne gut mit dem Farm hoch, also 46 zu 40 CS. Lucian natürlich jetzt im Moment, hat jetzt auf die Top-Lane geswitcht. Das heißt, die machen hier tatsächlich einen Lane-Swap, einen sehr, sehr später Lane-Swap, den man ja so normalerweise nicht kennt. Normal will man natürlich zwei Spieler auf der Bot-Lane haben, um jetzt auch in der circa 10. Minute so drumrum den Drake contesten zu können. Aber jetzt hat man sich dafür entschieden. Wirklich eine interessante Entscheidung. Man muss ja dazu sagen, Go-Going kommt ja vom Farm her klar. Ist die Frage, ob Impact überhaupt hier bedroht werden kann. Level 4 ist natürlich jetzt nicht gerade das Höchste und Impact hat immer wieder die Möglichkeit, mit seinem Dragon's Descent auf jeden Fall wegzukommen. Und nun gibt man ja vor allen Dingen Vayne wieder Freeform. Nicht schlecht gemacht. Hier Faker wird auf jeden Fall von dem Cocoon getroffen. Repel draußen. Oh, Pomelo hat ja sogar nochmal connected. Kriegt ja ordentlichen Schaden. Aber Faker nicht genug Mana zur Verfügung. Ich denke, das muss man ausnutzen. Wird ja so ein kleines bisschen angezündet, aber Xiang nicht in der Lage, die Ultimate zu casten. Ist einfach kein Mana zur Verfügung. Bengi will das Ganze ausnutzen. Das war ärgerlich. Faker hätte hier sterben müssen. Auf jeden Fall. Also wieso Faker da nicht abgeholt wurde, das hat mich doch sehr, sehr gewundert. Oh, jetzt sehr interessante Situation. Der Tower fällt und Tower der hat seine Ulti down. An. Go-Going, aber chancenlos. Die Ultimate heilt da einfach zu Beginn noch nicht genug. Gestern in der 2 gegen 1. Oh nein, die Laterne weggenommen. Super bitter. Sun wird da eventuell noch zerstört werden, denn Bengi wieder auf dem Weg. Trifft das Q, aber nicht. Sind wir schon im Back. Vielleicht nach vorne ein Doppelbiss. Das kann einfach Lucian hier nicht ertragen. Und 5-0, also SKT1 spielt hier überragend. 9 Minuten. Oh Gott, was für ein Bait. 5000 Gold Unterschied. Also wir haben schon im Spiel vorher gesagt, das ist richtig krass. Aber SKT verwandelt es hier noch viel, viel schlimmer. Also ich sehe hier gerade gar nichts von OMG. Ich sehe auch gar nicht, wo etwas passieren könnte. Jetzt haben wir hier den Gang von der Lise eventuell. Oh, die Äxte machen schon Schaden. Also ist ja die Frage. Oh, der Cocoon war super früh nicht schlecht gemacht. Hätte beinahe getroffen, aber Picklet kann ihn hier an die Wand tasche. Verliert aber super viel Leben. Repel ist jetzt ebenfalls noch draußen. Es versucht er natürlich sogar, aber es reicht nicht aus. Picklet kriegt hier wieder einen Kill for free. Die Ultimate von Syrah quasi nur, um im Bild zu sein, angewendet. Wow, also, also OMG muss jetzt irgendwie schauen, wie sie da zurückkommen. Gerade der Blick noch auf die Midlane ist ebenfalls nichts Beruhigendes. Nein. Sicherlich hat Faker und Xiang keine Beteiligung an dem Spiel an sich, aber der Formunterschied ist ebenfalls schon dramatisch. Und Bengi steht hier bereit, eventuell Xiang schön in die Arme von Faker zu treten. Und da muss man vorsichtig sein, weil das bisher immer gut funktioniert hat. Aber wurde jetzt von den Minions gesehen.
Ja, da hat er sich nochmal zurückgezogen. Es war ein bisschen zu gefährlich, der Dive. Aber wie du sagst, der Outfarm von Sinda gegenüber. Und Rihanna, das darf gar nicht sein. Auf der Toplane läuft gar nichts. Auf der Botlane 3-0-1. Vayne, wie bitte? Zum Glück kann da Lucian noch einigermaßen vom Farm mithalten. Aber wir haben gesehen, wie aussichtslos die Fights da gerade eben gestaltet wurden. Die haben eigentlich einen super Gank gehabt. Klar, ein bisschen unlucky, dass das Minion da den Stun verhindert hat auf Zyra. Aber... Also die haben dann einfach nochmal, die Vayne hat die alleine zerrissen praktisch, die Zyra ist komplett zurückgegangen und trotzdem hat es einfach nicht gereicht. Ja, man muss dann irgendwie auf OMGs Seite schauen, wie man dann irgendwie den Weg zurückfindet. Man hat jetzt den Lanesmove wieder quasi angerichtet, dass der SGT mit der normalen 2 gegen 2 Situation bestellt ist. Faker macht schon abartigen Schaden. Schocke, wir sind jetzt draußen, aber keine Tower Aggro für Faker. Bengi ist in der Nähe. Das gleiche gilt aber für Pomelo. Sie werden sich jetzt begegnen. Schöne Kokuni auf jeden Fall. Macht da guten Schaden. Auch Xiang will dann daherkommen. Sofortiger Disengage mit den Dragon's Rage. Wirklich gut gemacht. Top Lane Tower wird da jetzt auf jeden Fall fallen. Epischer Goldvorsprung nach wie vor. Ja. Oh, Bengi. Krönung wäre hier ein zu Null Abschluss. Das wäre Deklassierung pur, weil SKT hier eigentlich alle Teams zerstört. Jetzt OMG im Finale hat sich super geschlagen, aber jetzt im Moment sieht das aus wie hier ein Kindergarten. Also die können hier sich gar nicht zur Wehr setzen. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also jetzt kommt hier Mundo ein bisschen tief rein, dann wird er wahrscheinlich wieder irgendwo ein Gank folgen. Also Finding ja. Bengi rotiert wunderbar, muss man hier ebenfalls noch dazu sagen. Ist wirklich immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Oh, die Ultimate hat schon ordentlich wehgetan. Xiang wird dann eventuell von den Autotext zerrissen und Faker noch am Leben. Es muss natürlich Pomelo schauen, dass er da noch den Kill bekommt. Go-Going ist derjenige, an den es abgegeben wurde. Hat dann mit der Burning Agony sich einfach neben Faker gestellt und ihn verbrannt. Also hier schon mal Team First Blood mehr oder weniger. Aber die Frage ist halt, wie will man diesen gigantischen Vorsprung von SKT aufholen? Vom globalen Gold ja fast 6000, das ist nicht gut in der 12. Minute. Ja, aber ich würde sagen, Report Faker hat hier einfach mal den Kill abgegeben. Er feedet hier volle Wucht rein, das kann natürlich wirklich nicht sein. Ja. Aber OMG muss natürlich schauen, dass genau das Gleiche immer wieder passiert. Pomelo wird ja nochmal festgehalten, kann mit dem Repair glücklicherweise raus, aber es wird einfach nicht ausreichen. Sehen wir schon, ganz normal, ganz nebenbei. Sie werden hier wirklich deklassiert. Also wahrscheinlich auch die moralische Komponente kommt ja noch dazu, dass sie hier so weit zurückliegen, die ersten Spiele verloren und zurzeit SKT einfach flawless. Gerade der Lee Sin-Pick hat sich unglaublich bewährt, muss ich sagen. Bengi macht hier einen wunderbaren Job. Die sind immer wieder dominant in diesem Turnier. Eigentlich kann ich mich an kein Spiel erinnern, in dem Lee Sin nicht irgendwas reißen konnte. Eigentlich immer sehr, sehr gut gespielt, natürlich auch die richtig guten Spieler hier, die Lee Sin natürlich bis aufs Letzte beherrschen und dementsprechend hier immer wieder was verwandeln. Vayne mittlerweile auf die Toplane geswitcht und stellt sich dort Lucian, haben sie wieder zurückgeswitcht, allerdings der Support hier die ganze Zeit am Roam, Pumandu jetzt doch am Orientieren nach oben und eventuell zu dritt versuchen sie da die Vayne abzuholen, aber... Das Krasse ist, die Vayne ist ja die ganze Zeit alleine. Ja. Das wird nicht ausgenutzt. Picklet fühlt sich da so wohl, kann da in aller Ruhe farmen und das Team von OMG traut sich da nichts. Pomelo zwar auch gut am Rotieren, er ist an vielen Stellen einfach da, das ist auch schon gar nicht so schlecht, aber sein Einfluss ist einfach wesentlich geringer als der von Bengi gerade. Und selbst wenn man hier eine Überzahlsituation schafft, muss man die sehr ausnutzen. Es bringt nichts, gemeinsam oben zu stehen, man verliert XP in dem Sinne und man ist auch nicht in der Lage, hier weiter sein Goldkonto aufzufrischen. Und das ist so die Gesamtproblematik. Pumandu ja auch ein Level voraus, Picklet ebenfalls. Und das ist natürlich auch keine Bedingung, um den optimalen Fight zu stoppen. Auch für die Tower geht hier momentan eigentlich nichts für OMG. Die haben null Tower und sieht auch nicht so aus, als ob sie hier jemals einen kommen würden in diesem Spiel. Das ist natürlich auch sehr kritisch, weil in den letzten Spielen konnten sie immer irgendwo Druck machen. Faker hier aber ganz alleine bewirft hier Pomelo mit dem Blue Buff. Das ist schon absolut respektlos, muss man sagen. Auch die Ultimate geht raus, Xiang keine Chance, wird da von Impact einfach vernichtet. Das gleiche gilt für Pomelo, tritt ins Gesicht, führt zum Tod der Spinne. Super ärgerlich, Blue Buff wieder da, ist einfach zurückgelaufen, hat sich das kurz angeguckt und gedacht, na toll. Ist aber wieder hier zur richtigen Stelle, wird jetzt auch von Bengi mit dem Smite erledigt werden oder sogar noch an Faker abgegeben werden. Kein Problem da für ihn. 11:1. Ich bin hier ehrlich, das ist ein Finale, was natürlich an Spannung nicht übertroffen werden kann. Ja, im ersten Game, da waren so viele gute Ansätze dabei. Auch im zweiten Game fand ich das wirklich völlig in Ordnung. Sie wurden zwar ziemlich stark zerstört vom Gold her und so weiter, aber sie waren immer aggressiv, immer bissig, immer noch irgendwie mit dabei im Spiel. Aber im Moment spielen hier Bots fast schon.
Die OMG-Bots. Ja. Die sind jetzt neu. Sind genau auf der neuen Karte jetzt zu sehen. Ich glaube, die meisten verlieren gegen diese Bots. aber SKT hat sich da mit der Programmierung ebenfalls auseinandergesetzt. Ärgerlich natürlich insgesamt. Also nebenbei sterben dann wirklich die Personen, die können doch nichts. Wir haben jetzt in der 15. Minute einen 10.000 Gold-Vorsprung. Ja. Was soll das? Ich meine, OMG spielt natürlich an sich nicht schlecht, aber sie wurden jetzt in diesem Moment so sehr an die Wand gespielt, dass sie sich praktisch gar nicht mehr raustrauen können. Sie gehen auf die Lane, machen ein paar CS, da kommt mal wieder ein Lee Sin vorbei, die werden wieder gefarmt und von dem her, das sieht so aus, als ob da wirklich gar nichts passiert, aber man kann sie nicht verübeln, was soll man in dieser Situation machen? Vor allem SKT macht ja keine Fehler, außer Faker, oh mein Gott. Der feedet einfach. dieser Feedfaker. Was macht der da, bitteschön? Na gut, also, kommen wir nochmal so halbwegs zurück ins Spiel. Wir sehen jetzt schon, dass Benji nochmal Facecheck kriegt, auch ordentlichen Schaden, kann aber hier eventuell noch raus, kann ihn geht raus und überlebt das Ganze noch, wird dann aber trotzdem noch mit dem Flash erledigt. Und jetzt ist natürlich Faker hier zur Stelle. Impact, derjenige, der mit dem Breath nochmal den Kill bekommt, versucht sich jetzt hier so gut wie es geht, aber Piglet mit der Ultimate, die Shockwave gar nicht so schlecht platziert, aber Xiang wird einfach nebenbei erledigt. Double Kill mittlerweile für Impact, das gesamte Team von OMG zieht sich zurück. Piglet in der Letzte. Wunderbar mit dem Scatter the Week gearbeitet. Allen zwar relativ tanky, wird dann aber am Ende doch noch zerrissen werden. 3-1 getradet. Bengi mehr oder weniger erwischt worden, ist auch gefallen, konnte aber noch drei Leute mehr oder weniger mit sich ziehen. Turm in der Mitte, Belagerungsmodus aktiviert und man kann einfach hier nicht gegenhalten. Ja, 3 Minuten noch, bis sich die Surrender-Funktion endlich freigibt. Vielleicht, oh Gott. Wir hoffen natürlich auf etwas anderes, aber es ist so ärgerlich, muss man hier ebenfalls dazu sagen. OMG wird hier auseinandergenommen, haben im ersten Spiel so wunderbar performt, aber im nächsten Spiel outbanned, muss man sagen, und hier sogar outpicked mit dem Faker, mit der Syndra in der Mitte. Da will man sich überhaupt nicht anlegen. Go-Going wird hier nochmal kurz weggestoßen, verbrennt hier, aber lässt sich hier massiv kiten. Ultimate aktiviert, wow, ich glaube, er will einfach nur feeden. Auch Sun nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Faker schnappt ihn sich hier ganz normal. Das ist ärgerlich. Vor allen Dingen hier im Studio sitzen unsere Regieleute da und essen bereits. Das würde ich ebenfalls gerne tun, muss ich hier dazu sagen. Wir sehen schon, dass Allen auch gerade noch so wegkommt. Sie werden jetzt, denke ich, hier noch versuchen, die Mitte so ein kleines bisschen einzureißen. Sie haben auch nichts zu befürchten. Alleine schon der riesige Level-Vorsprung, den sie hier an den Tag bringen, führt dazu, dass OMG keine Möglichkeit hat, hier irgendwie noch zu engagen. Der Tower frisst ja schon ordentlich Schaden, wird doch, denke ich, bald draufgehen. Die Frage ist, ob man sich sogar noch den Inhibitor schnappt. Ja, das ist gar kein Problem. Das wird auch noch hinterhergelegt. Da hat OMG geht ja noch nicht mal zum Tower. Also sogar mit Tower hatten sie ja eigentlich gar nichts entgegenzusetzen. Gar keine Antwort auf gar nichts im Prinzip. Das ist pure Deklassierung, die wir hier sehen. Jetzt gehen sie sogar zurück. Inhibitor hat hier nochmal Stand gehalten. Bengi hier noch immer noch in der Nähe. Skitty kann es ja trotzdem sauber runterspielen. Gehen jetzt nochmal zurück, können sich dann alle rohe Items holen, weil da sind natürlich die Vorsprünge gerade massiv. Faker selber war noch nicht einkaufen, deswegen wirkt das noch, wenn man jetzt auf das eine Bild schaut, relativ identisch, aber er kauft sich instant das Rabadon und baut noch seine Schuhe aus. Das wird jetzt auf jeden Fall super unangenehm für OMG selber, wenn es nicht schon lange so ist. Gerade auch das Itembild von Shyvana, von Impact, lässt doch sehen, hat das Blade of Ring schon lange fertig. Viel Magieresistenz mit dem Spirit Visage am Start und damit natürlich auch die Möglichkeit gegeben, alles wegzutanken, was in die Quere kommt. Ja, wenn sie jetzt gleich reinpushen, dann haben sie sogar die Möglichkeit, OMG vom Gold zu doppeln mittlerweile. Also wir haben hier 14.000 Gold Vorsprung. Wird jetzt eventuell der Baron angegangen. Eigentlich brauchen sie ihn nicht. Sie können da direkt in den Inhibitor reinpushen. Die Base ist im Prinzip schon exposed. Danach kommen die Side-Turrets und so machen sie es auch. Sie gehen jetzt einfach hier mitten rein. Haben sie eigentlich gar nichts zu befürchten. Ja, einfach nur reingepusht. Auch Piglet hier mit dem Red Buff am Start ist ebenfalls ein großer Vorteil, falls es zum Kiten kommen sollte, falls er das überhaupt tun muss. Inhibitor hat ja schon zuvor viel Leben verloren. Xiang wird jetzt hier nochmal engaged werden, kann doch mal raus. Vielleicht mal geht jetzt hier tief rein. Wunderbarer Kick hier. Auch die Shockwave ist quasi gar nicht aufgefallen. Jetzt wird ja jeder nacheinander erledigt. Gerade Piglet macht hier abartigen Schaden, egal gegen welches Ziel. Wieder gut mit dem Scatter the Weak gearbeitet. Auch Sun wird im Fountain noch erledigt. Keiner kommt ja noch in die Base zurück. Das ist ein Blutbad, muss man ja einfach dazu sagen. Der Turm wird ebenfalls noch von Impact, so lange wie es geht, getankt werden. Von denen ungefähr gleichzeitig viel Leben, muss man hier dazu sagen. Upsi Daisies konnte da aber nochmal wegflashen. Also hier das Ganze nochmal über.
Und man merkt schon, einige Teammitglieder sind zurück. Also Allen da eventuell in der Lage zu verteidigen. Aber der Nexus wird jetzt hier in der 20. Minute schon angegangen. Und das darf nicht sein. Expecimove wird noch nicht mal versucht. Zieht sich hier nochmal zurück. Und ja, OMG. Oh, schöner Porte nochmal von GoGoing. Versucht er zu flankieren, wird aber nochmal von den Wurzeln festgehalten. Die Beile fliegen hier durch die Gegend. Faker, derjenige, der ein bisschen out of position ist. Also hier könnte der Hass jetzt generiert werden. Aber nein, man kann ihn da nochmal davonziehen lassen. Wieder wunderbar mit dem Scatter the Week arbeiten lassen. Ja, fast haben sie es geschafft, das Gold nochmal zu doppeln. Aber jetzt natürlich, die jetzt pushen. Das ist mir nicht aufgefallen. Die pushen in der Mitte rein. Auch die Side-Turrets werden fallen. Aber eigentlich wird das auch gar nicht nötig sein. Ich denke, dass SKT sich nur noch kurz heilt, kurz nochmal ein paar Items mitnimmt und dann einfach mit den Super-Minions in die Mitte durchgeht. Eigentlich Minions brauchen sie gar nicht. Das ist hier David gegen Goliath. Da ist gar keine Antwort mehr zu erwarten. Ja, und David hat schon zwei gebrochene Beine. Also hier schon mal richtig, richtig große Probleme. Man kommt jetzt hier nochmal dazu, wird sich, denke ich, entweder in der Mitte sammeln oder auf den Side, den ist ja kein Problem. Die Botlane wird jetzt, denke ich, noch ein bisschen von Impact rausgepusht werden. Das gleiche gilt für Top Picklet, ist da bereits auf dem Weg. Und mit einer 8-0-6 Wayne wird sich keiner anlegen. Er hat sich sogar hier, geht ja ein etwas interessantes Itembild, wie hier ein bisschen CC-Reduction mit dem Sephia an den Tag legen. Pomelo muss da einfach weg, das kann nicht sein. Das ist halt eine Situation, die man im Spiel auf jeden Fall nicht haben will. Picklet chased hier sogar. Er will hier nicht weiter pushen. Vielleicht sogar noch auf die andere Seite. Was ist da bitte los? Da ist aber natürlich die Ignoranz ziemlich groß gewesen. Ja. Shutdown nun für ihn. Also 22-4. Das Comeback ist ja quasi geebnet. Keine Chance mehr für den armen Picklet. Wurde da zerstört. GoGoing versucht hier nochmal mit der Ultimate reinzugehen. Frisst aber enorm viel Schaden. Auch Faker überlegt sich vielleicht, ob er die Ultimate direkt gegen ihn einsetzen würde. Der Tod wäre auf jeden Fall da eine Option. Man könnte theoretisch einfach nur zum Nexus rotieren, weil da schon natürlich einiger Schaden entstanden ist. Den kann, geht es auch so ein kleines bisschen generieren. Jetzt hier der Quadra Expecimove. Die Frage, ob da nochmal Faker dazukommt. Nein, er kümmert sich ja um Allen und das war's gewesen. Das heißt, hier nochmal die Fokussierung. Der Impact, der kann ja natürlich hier vergleichsweise wenig Schaden anrichten. Faker hat sich nochmal hier um Mundo gekümmert. Keine Chance hier. Also SKT1 entscheidet hier das Finale für sich. Sie haben unglaublich gut